Und zuallererst wollen wir jetzt erstmal klären, was ist denn eigentlich so eine Pflanzenjaure für alle Gartenbeginner? Also bei einer Pflanzenjaure werden Pflanzen, wie zum Beispiel hier, das ist der Ackerschachtelhalm, in Wasser vergärt und es werden jede Menge Stoffe daraus gelöst. Also das sind Stoffe wie zum Beispiel Mineralsalze, welche die Pflanze für die Ernährung braucht. Dann werden Enzyme rausgelöst, dann werden Pflanzenschutzstoffe rausgelöst und das landet dann alles irgendwann hier in deiner Gießkanne mit der Pflanzenjaure und dann kannst du hier durch den Garten gehen und deine Pflanzen damit düngen und stärken. Und wenn es möglich ist, solltet ihr eure Pflanzenjaure im Garten irgendwo an den sonnigen Standort aufstellen. Schaut einfach, wo geht die Sonne auf, wo geht die Sonne unter und dort platziert ihr die Pflanzenjaure. Wenn möglich, nicht unbedingt auf der Terrasse, weil es könnte passieren, dass das irgendwann anfängt mit Riechen. Aber wenn der Standort schön sonnig ist, dann können die Bakterien viel besser arbeiten, weil das alles schön warm ist und der Gärprozess geht schneller vonstatten und du kannst deine Pflanzenjaure schneller im Garten benutzen. Und wenn du jetzt natürlich sagst, so ein Maurokübel, das ist viel zu viel Pflanzenjaure, so viel brauche ich nicht, weil ich die Pflanzenjaure nur auf dem Balkon nutzen will. Du kannst das natürlich auch im Eimer ansetzen, du kannst das in einem Holzeimer ansetzen, du kannst das in einem Tongefäß ansetzen. Die einzigen Gefäße, wo du die Pflanzenjaure nicht ansetzen solltest, sind Eisengefäße und Aluminiumgefäße, weil das mit der Pflanzenjaure reagiert.